Albig vom 1. November bis zum 30. April, einmal am Tag am Morgen früh. Also werden die Schneedaten und Wetterdaten aufgenommen. Wie viel Schnee hat es gegeben, wie viel Schnee hat es, wie ist das Wetter, wie viel Wind hat es, Temperaturen. Und dann sind wir zurückgekommen und haben das Computer eingegeben auf eine Maske, die ihr nachher im SLF gerade kennt, auf das zugreifen könnt, wo von diesen rund 120 Beobachtern jeden Morgen die Daten bekommen. Die Morgenmeldung muss bis 8 Uhr oder besser um 7:30 Uhr morgens gemacht worden sein. Das heisst, wir machen das circa zwischen 6 Uhr und 6:30 Uhr. Also wir gehen dann zum SLF und von dort aus wird nachher die Beurteilung gemacht, wie sieht die Lawinensituation ist halt in der ganzen Schweiz. Und für zwölf separat, die wir nachher vor Ort wieder das beurteilen, wie wir es hier auch machen. Wir machen hier eine Einschätzung für Täler von hier im Kanton Uri. Und so wird vom Lawinenbild, das das SLF rausgibt, nachher in den einzelnen Orten angeschaut, wie sieht das dort aus.